sind heute an der Sportschule in Hohenschönhausen beim Nikolausturnier. Am Sonntag geht es zum Judo-Nikolausturnier des SC Berlin. Im Sportforum Hohenschönhausen gibt es die Medaillen jedoch auch zur Weihnachtszeit nicht geschenkt. Die Jungs und Mädchen der U10 und U13 müssen sich auf den Matten in ihren jeweiligen Gebietsklassen messen. Bekannte Berliner Vereine wie Randori, TSV oder auch Shidosha sind wieder mit von der Partie. Und heute haben wir uns hier zusammengefunden, sozusagen, um die neuen Sportschüler zu beobachten. Es ist das letzte Turnier des Sichtungsprozesses für das Schul- und Leistungszentrum Berlin. Das heißt, heute wurde bekannt gegeben, welche Schüler, welche Judokas den Weg geschafft haben auf die Sportschule. Und ja, das ist halt der ganze Prozess gewesen. Heute war nochmal sehr viel Spannung zu sehen in den Kämpfen. Viele Sportler waren vor dem Kampf sehr aufgeregt, konnten dann frei aufkämpfen, wurden schöne Techniken zu sehen. Und vor allem konnte man noch sehen, dass die Sachen umgesetzt wurden, an denen man in den letzten Wochen gearbeitet hat. Lia Wagner tritt in der Altersklasse U10 bei den Mädchen bis 22 Kilogramm an. In zwei aufeinanderfolgenden Kämpfen kann sie sich gegen ihre Kontrahentin Julia Brückner behaupten. Somit ergattert sie die erste Medaille für den SC Berlin. Bei ihrer älteren Schwester Lena sieht es zunächst auch vielversprechend aus. Sie geht für die U13 bis 28 Kilogramm an den Start. In den ersten drei Kämpfen kann sie die Siege noch locker für sich entscheiden. Der vierte Kampf gegen Maja Butthoff vom Sportclub Chares 02 gelingt ihr nicht. Letztendlich muss sie sich dann mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Auf den eigenen Wettkampf wartend stehen die Jungs dann schon ganz ungeduldig in den Startlöchern. Nach dem Aufwärmen geht es aber fix los. Maxi Meissner, der in der Gewichtsklasse bis 40 Kilo für die Jungs der U13 kämpft, gilt für den SC Berlin als klarer Favorit. Den ersten Kampf gegen Marc Metzig von Kaizen Berlin beendet er ohne Umschweife mit einem gekonnten Wurf. Im zweiten Kampf wird unerwartet ein Sanitäter zur Matte gebeten. Nach Unterbrechung geht Maxim jedoch auch hier siegreich von der Matte. Folgend auf den dritten erfolgreichen Kampf sieht er sich im Finale mit Alexander Lindemann vom PSV Olympia konfrontiert. Zunächst baut sich der Kampf langsam auf, dann aber kann Meissner mit einem schnellen Wurf seinen Gegner zu Boden bringen und den Kampf für sich entscheiden. Somit sichert auch er sich hier den ersten Platz. Ja, hallo, ich bin der Maxi Meissner. Ich habe heute den ersten Platz in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm belegt. Mein erster Kampf war relativ erfolgreich gegen Marc Metzig. Die letzten Kämpfe habe ich dann alle drei mit Ipon gewonnen und war halt ein geiles Gefühl zu gewinnen. Maxims Vereinskamerad TJ Kügler geht für die U13 in der Gewichtsklasse über 60 Kilogramm auf die Matte. Im ersten Kampf ist er eigentlich dominanter, trotzdem landet er auf der Matte und kassiert gegen Varim Polikarpov vom PSV Olympia eine Niederlage. An Aufgeben wird aber auch er nicht denken, durch die Wertung im Punktesystem ist alles noch drin. Die folgenden zwei Kämpfe kann er dann für sich entscheiden. Im finalen Kampf gegen Abishka Umarov vom Polizei SV ergreift er die Gelegenheit beim Schopf und zwingt seinen Gegner lässig auf die Matte. Sieg und Silbermedaille sind ihm sicher. Hallo, ich bin TJ Kügler. Ich bin in der Gewichtsklasse plus 60 Kilogramm. Und am Anfang war es dann eher so, dass ich halt den ersten Kampf verloren habe. Bin ein bisschen mit Demut dagegen gegangen beim zweiten Kampf. Aber man kann nicht immer gewinnen und man muss einfach das Beste geben. Ich glaube, am besten auch auf die Trainer hören. Und ja. In der Vorweihnachtszeit geht es um Beisammensein und Spaß. Mit dem diesjährigen Nikolausturnier hat der SC Berlin diesen Vorsatz wieder in die Wirklichkeit umgesetzt. Denn für Zuschauer, Eltern und Judoka ist ein Tag im Sportforum